So, herzlich willkommen. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Um 21 Uhr. 21 Uhr 1. Fast pünktlich hier. Unfassbar. Ja. Hallo da draußen, wer immer da auch sitzen mag. Ich werde im Chat mal melden. Ja, schreibt uns, wenn ihr uns zuschaut. Genau. Meldet euch. So. Und hör mal, schon zum vierten Mal, oder? Ja. Vierte Runde hier. Die Formen an. Corona, Lockdown, Jazzrock TV Live Sessions. Automatische Untertitel aus, ja bitte. So. Die sind lustig, habe ich gehört. Die sehr, ja, die, manchmal, aber die sind ganz, ganz okay. Ja, ich habe gehört, die sind sehr treffend. Trotz dass wir so schnell sprechen und so viel wirres Zeug wie immer, müssen die ganz gut sein. Ja. Können wir meine Nachbarn lassen nach hier. Ich dachte, die klatschen jetzt. Klatscht gerade, zwei Leute haben gerade geklatscht. Aber jetzt nicht mehr. Ja, ja, mit der ist dann schnell vorbei. Was haben sie letztens noch, wie heißt das, in unserem Fädel gespielt? Ja. Ne, und standen alle in ihren Haustüren. Ist ganz süß. Aber es lässt alles nach. Ja, immer, wenn die Lockerungen jetzt kommen und die Leute können wieder irgendwie die Grillpartys machen und so weiter, dann. Ja, da ist schnell vorbei, ne? Ist man schnell wieder im Alltag angekommen. Genau. Ich glaube, in Köln machen sie eben. Technisch ist noch nicht viel los gewesen heute in Köln. Ich brauche nur die Hälfte der Zeit zum Büro. Echt? Ja, ist ziemlich frei noch. Aber das wird sich auch bald wieder ändern. Ich habe jetzt heute in Bonn, ich glaube, in Köln machen sie jetzt auch so Autokonzerte, ne? Habe ich jetzt gehört, wird jetzt irgendwie die neue Geschichte. Autokino? Nicht nur Autokino. Da bauen sie ja auch so irgendwie aus dem Nichts dann irgendwie auf irgendwelchen alten Baustellen so Autokinos, aber auch so Autokonzerte, wo du dann irgendwie reinfährst. Und ja. Wahrscheinlich gibt es da nur 100 Karten oder so. Also ich habe das gesehen, hier in Bonn machen sie so ein Gelände, machen sie Autokonzerte und haben sie schon, weiß nicht, den ganzen Sommer Konzerte angekündigt, die waren alle in einer Minute ausverkauft. Ne? Wahrscheinlich haben sie für jedes Konzert 50 Karten gehabt. Oder so. Ja, cool, wenn man die passende Location dazu hat. Ne? Und ich habe heute gelesen, irgendwo entweder in der Zeitung oder irgendwo in Facebook oder sonst wo News, dass sie in Köln überlegen, dass du mit dem Auto in die Köln-Arena fahren kannst. Ja, das habe ich mir gerade überlegt. Fürs alte Pfandhaus wäre das ja nichts. Nein, leider nicht. Da hat natürlich Zufahrten. Da fahren die ja mit den Trucks rein, wenn die da aufbauen und so. Ne? Aber was ich mir überlegt habe, ist das... Auf den Rängen zu parken. Ja, das wird schwierig. Ne? Das ist schwierig. Aber glaubst du, das funktioniert irgendwie, wenn du da im Auto sitzt und dann machst du das Fenster auf oder hörst auf UKW Welle 35 irgendwie den... Nee, machst Fenster auf und dann müssen die ordentlich beschallen von ringsherum. Ja. Aber es wird sich doch für die Köln Arena nicht lohnen. Nee, ich glaube auch nicht. Also ich habe heute... Die Hallenkosten sind so hoch, die brauchen da ihre mindestens 5.000 Leute, damit sich das lohnt. 10.000 sind besser, 15.000 ist die Hütte voll. Also wenn du da, wie viele Autos kriegst du da unten rein? Weiß ich nicht. Lass mal ein paar hundert Autos gehen da schon rein. Aber wenn da 500 Autos, dann mit jeweils zwei Personen im Durchschnitt. Aber 500 dann Autos? Dann hast du 2000 Karten verkauft. Das ist für die ein Minusgeschäft. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Also das ist, ich weiß auch nicht, ob das so... Dann müssen die Leute ja aufs Klo gehen. Ja, das zum einen. Dann treffen die sich da wieder alle. Weißt ja. du? Da kannst du lieber locker bestuhlen, kontrollierten Einlass machen und so, ne? Dann hast du nicht noch die ganzen Autos da drin und die ganzen Abgase vom Reinfahren und so. Ich glaube auch, dass das ich habe überlegt, einfach vernünftige Online-Konzerte mit Ticket machen. Weißt du, wo du dann sagst, pass auf, wir machen richtig gute Qualität, Online-Konzert, exklusiv, also vielleicht auch, ne, dass man sagt, es ist auch nachher nicht online irgendwo verfügbar oder auch nicht umsonst. Und dann einfach richtig gut produzieren und dann einen kleinen Preis, dann hast du, glaube ich, mehr Leute und ich glaube, dass das für die Künstler mehr Einnahmen macht. Ja, aber die wollen ja ein Event schaffen. Ne? Und wenn du ein großes Event hast, du kannst das ein bisschen kanalisieren, so auch mit, wo gehen die Leute aufs Klo, wenn du dann noch ordentlich Dixie-Klos hinstellst, sowas hat genug auseinander, könnte das funktionieren. Das ist ja so ein Gemeinschaftserlebnis. Und weißt du, was wir dann machen? Wir suchen jetzt einen Investor und machen einen Cabrio-Verleih auf. Extra für diese Konzerte. Das ist eigentlich eine gute Idee. Für den besseren Sound und bessere Luft. Und so. Ja, genau.
Ich bin mal gespannt. Da wird wahrscheinlich hören wir jede Woche jetzt eine neue Story und eine neue Idee. Ich glaube, die Leute sind gerade irgendwie so ein bisschen euphorisch, dass so die ersten Lockerungen kommen und alle jetzt so, ah, komm, merkst du ja auch, glaube ich, an den Politikern, dass die jetzt so ein bisschen in dem Fahrwasser sind. Komm, wir müssen jetzt mal langsam wieder ein bisschen was lockern, damit die Leute uns nicht aufs Dach steigen, ne? Ja, unbedingt, ist ja auch wichtig. Das Land muss ja wieder in Gang kommen. Wenn du jetzt siehst, wir haben jetzt mit heute, ich glaube, die Zahl war 690 Neuinfizierte in ganz Deutschland. Das ist ja 690, das ist ja Ist nichts. nix, ja, ist nix, ja. Davon 22% von den Infizierten merken überhaupt nicht, dass sie es haben, haben keine Symptome. Die meisten haben vielleicht leichte Symptome und ganz wenige haben halt diese schweren Symptome. Und diese Gruppe müssen wir natürlich schützen. Also die Ja. Leute, die irgendwie Atemwegserkrankungen haben oder alt sind oder sowas und das nicht so gut, die müssen halt im Lockdown bleiben ein wenig, ne? Bis wir Ja. dann Impfstoff haben. Aber ansonsten ist für die meisten, glaube ich, recht unbedenklich alles. Ja, aber was natürlich cool ist, dass dieser ganze irgendwie zu Hause bleiben und sich mit sich selbst beschäftigen und irgendwie kreativ sein, hat ja schon coole Sachen auch hervorgebracht, ne? Ja, du jetzt am Wochenende, Achso. dein Pop-Video da. Haben wir auch, Ja, guckt mal bei auf Georgs Facebook-Seite. ja. Ja, könnt ihr mal reingucken. Geteilt. Ich kann es auch ablaufen lassen, wenn ihr wollt. Ja, lass mal ablaufen. So, warte mal, ich gucke mal, ob das hier irgendwie funktioniert. Dann, Spezialist bei der Arbeit, Leute. ja, ich bin ja, wisst ihr ja, irgendwie auch irgendwie beruflich per Homeoffice unterwegs. Und jeder, der das auch macht, der wird verstehen, was ich meine. Ich gucke mal, ob ich das hier ablaufen. Das dauert nur eine Minute, also keine Sorge. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Warte mal. Soft skills. That's not usually talked about in schools, but when you talk about soft skills, it's actual interaction, utilizing your English when you're with other people. And that's hard to get online because you're watching a screen, not actually interacting with other people. You make a very good point. What was the question? Ja, ein Spaß war das, oder? Ja. Und den Das ist hier. der Schauspieler. Ja, guck mal hier, ne? Ja, der Den Jazz Rock TV Jazzrock Bär. TV. Kennst du den anderen? Das ist der doch aus dem Studio, oder? Ne, der Jazzrock TV Bär ist der irgendwie. Ja, aus dem Studio haben wir auch einen. Ne, die andere Figur, Doc Bert. Ach so, den kenne ich nicht. Ja, das ist so aus so einem Comic. Und Büchern, so Dilbert, das sind so Comics aus der IT-Branche, der sehr treffend so Die Wahrheit. Satire und satirischen Comic über so IT-Umgebung macht. Die sind alle reale Welt. Und Dogbert ist so der böse Realist. Muss ich mir mal angucken. Ja, muss ich mal angucken. Hör mal, du hast Ja. Musik mitgebracht, Ja, beziehungsweise hör mal, ich habe ja Song. gesagt, wir haben ja noch so die alte Kiste durchgestöbert, ne? Naja. Und weißt du, was ich hier gefunden habe? Guck mal, erinnerst du dich? Wir haben hier so ein ganzes Paket bekommen. Ja, genau, mit dem ganzen Zeug da drin. Und da haben sich die Jungs hier richtig Mühe gegeben. Ich mach Ja. das mal auf hier. Und haben uns so ein Paket geschnürt. Ja, geschickt. Hier, klar, mit so einer, die Neptun. Wir gucken jetzt hier. Neptun Ja, Kings. so. Mit einer Neptune Kings. CD ist da drin. Aufkleber. Dann hier noch. Guck Bisschen mal. länger im Bild halten, kann man sonst nicht sehen. Sonst zu kurz. So. Neptune Kings, ja. Aufkleber. Dann hier, das haben wir von Thorsten Brast schon mal gehabt. Da, ja, ein Plektrum. Plektrum. Und hier so ein
Promo-Bildchen. Und hier sehr, sehr cool eine mit Bonbon-Dose. So, ja, Drops, so Minzdrops oder sowas. Ich hab's noch gar nicht aufgemacht hier. Warte mal. Guck mal, was da drin ist. Aber das kommt jetzt hier. Drogen. Guck mal hier. Ja, wahrscheinlich, pass auf. Ja, ich kann nicht schlafen. So, was haben wir noch? Hier ein Button. Das ist ja so, hoppla, das ist ja so 80er-Zeug, oder? Ja, ich frage mich auch, macht man das noch? Aber ja, anscheinend. Ja, also ne? Zum Anstecken, ne? Ja, genau. So. Und dann hier, warte mal, jetzt muss ich ein bisschen aufräumen hier. Happy Holidays. Ach nee, das gehört ja gar nicht zu, das ist was anderes. Das, die Weihnachtskarte, guck mal, die ist dazwischen hier. Welche Weihnachtskarte? Ich habe eine Weihnachtskarte bekommen von, sieht man das? Abton. Abton, genau. Antje. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Antje, für die schönen Weihnachtsgrüße. So, und die Jungs hier, Neptune Kings, Band aus Essen, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Um die Ecke von deiner alten Heimat, ne? Ja. Und die sind wohl hervorgegangen aus so einer Funk-Geschichte und sind dann irgendwie ein bisschen jazziger und fusionmäßiger geworden und haben dann ihre ganzen Titel, die sie über die Jahre, wenn ich es richtig verstanden habe, so gesammelt haben, mal auf eine Platte geschraubt. Ach so. Und das finde ich echt ein cooles Zeug, sehr groovy, sehr funky. Mhm. Und wenn du magst, bevor hier die drei Leute, die zugucken, einschlafen, hören wir mal irgendwo rein, oder? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich kann Neptune mal Kings. Gucken. Und dann hinterher nennst du mal die Namen von den einzelnen Musikern. Ja. Wenn die aus Essen sind, vielleicht kenne ich ja einen. Ja, genau, pass auf, wir lassen erstmal was laufen, oder? Dann kann ich mich auch ein bisschen vorbereiten. Pass auf, hier. Cooles Ding, oder? Das ist cool, das ist cool. So, pass auf, ich habe die Namen für dich. Ja. Vielleicht sind da alte Seilschaften dabei. Vielleicht. Keyboards, Nico Kurzuschek. Kennst du den? Nee. Sandkastenbekanntschaft oder so? Nee. So. Oh, es ist auch nicht bis nach Essen, dass man da rüberlaufen kann. Ach so, ja, okay. Dennis Shenzi Lords am Schlagzeug. Nee, auch nicht. Calvin Lenning am Bass. Daniel Hinter, Gitarre. Nee. Hat ja alles nichts. Die sind, glaube ich, nach den Namen her zu urteilen, sind die ein bisschen jünger. Aber ich habe hier, ich sehe gerade. In meiner Generation heißen die Dieter. Ja. Manfred. Aber ich sehe gerade hier, mein Kollege Axel ist eben, schaut zu, der kommt aus Essen. Vielleicht ist das ein Nachbar von ihm. Kann das ja mal, Axel kann ja mal recherchieren. Ja, aber cool, oder? Ich ja, fand die, mega, mega, finde ich richtig gut. Schön ehrlich. Ja, ich habe noch einen zweiten Titel rausgesucht, wenn du magst. Ja. Ich glaube, der war ein bisschen, da habe ich direkt an dich gedacht, hier ein bisschen Rhodes-mäßiger, pass mal auf.
oder doch nicht? Ich finde es cool. Ja, Hammer. Die sind auch bei Spotify dran. Ja, guck mal, ich habe es ja hier eingeblendet. Guck mal, da siehst du irgendwie, die sind überall. Mhm. Ja, cool. Und gutes Ding, also Hammer. Sehr gutes Zeug, gefällt mir gut. Und ich sehe gerade, unser Freund vom Bodensee, Uwe, ist auch da und fragt, ob wir gute Empfehlungen heute haben. Ich hoffe... Das war doch schon mal was. Das war doch schon mal gut, oder? Das passt. Das passt doch. Ja, Fanja, es ist schon was her, aber ich weiß nicht, wann die uns das geschickt haben, letztes Jahr, Mitte letzten Jahres oder so. Hoppla. Und cool, oder? Ja. Aber der Chat geblieben hier. Hier, unser Live-Chat. Ich sehe leider nicht, wie viele Leute da zugucken, aber... Ja, 11. Wir hatten vorhin mal 17. Solange wir zweistellig sind, oder? Wenn wir uns jetzt hier ein paar schmutzige Witze erzählen, kommen wir über 20. Ja, wahrscheinlich, ne? aber wo wir eben über schöne Sachen aus der Corona-Zeit gesprochen haben, ne? Mhm. Am 1. Mai hat doch unser Freund Bruno Müller auch ein cooles Ding rausgehauen, oder? Ja, die alte Nummer von so einem alten Karnevals... Von so einem Karnevalsrecken. Legende. Wie heißt denn der? Jetzt ist er jetzt in den Namen. Ne? Ja, da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ja, ich gucke nach. Bin da nicht so bewandert. Im Karneval? Ja, ich kenne nur Jupp Schmitz. Und dann gab es irgendwie so ein Willi Ostermann. Willi Ostermann, ne? Genau. Ja, der hat unheimlich viele von den Dingern geschrieben. Weißt du, so Kategorie Korn, Blumen, Blau. Warum ist es am Rhein so schön? Und die Dinger, die man früher Karneval gesungen hat, die sind ja komplett weg. Ne? Ja, das ist jetzt alles mit Brings und Höhnerhits voll. So. Ne? Ja, genau. Heute ist alles mit den modernen Bands. Ne? Ja, ja. Höhner und Räuber und wie sie alle heißen, Kasana und so, die liefern das Zeug da. Und die alten Sachen, die traditionellen Dinge, sind raus. Ja, irgendwie schon, oder? Einfach weg. Wenn der Besuch im Zoo. Ja, oder so alte Black Flöß Klassiker oder so, ne? Ja, selbst die hörst du kaum. Also, das ist die Karnevalsmusik unserer Kindheit, oder? Black Flöß waren auch nie so richtig Karneval, ne? Eigentlich. Nee. Die waren eigentlich so eher folkloristisch Kölsch-Band, ne? Oder sind es ja noch? Die sind ja noch. Bewundernswert. Also, der Bruno hat hier echt ein super Ding hier: Heimweh nach Köln. Ja. Und wenn du magst, spiel mir das mal an, weil ich fand absolut. Das mega. Der hat sich da so viel Mühe gebracht. Kann schön singen. Kann cool singen. Irgendwie hat ein schönes Arrangement gemacht. Und da mit dabei noch hier der Roland Peil. Percussion, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir den schon in irgendeiner Folge kommt mir bekannt mal vor, gehabt haben. Auch ein cooles Ding rausgehauen, oder? Ja. So. Die alte Nummer von so einem alten Karneval. Jetzt haben wir so ein Feedback, du musst doch mal den Ton ausmachen, glaube ich. Ja, ich musste gerade neu starten und dann schaltet sich erst der Ton immer wieder ein. Pass auf, wir lassen das mal laufen. Ich ja, geh mal rein. Da rein.
Weil das hat der Bruno echt mega mäßig gemacht. Da ist mein komisches, krudes Video nichts dagegen. Dein Video ist sehr witzig. Sag mal ja, nix. Das stimmt. So, pass auf. Das hast du sehr schön gemacht. Man hört nichts, ne? Jetzt kommt was. Aber sehr leise. In Köln am Ring bin ich geboren. Ich schon und das lebt mir im Sinn. Mein Muttersprach noch nicht verloren. Das ist jetzt, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an mein Heimat denke und in der Dom so für mich stand, möchte ich so gern ob Heim anschwenke, möchte ich zu Fuß nach Köln. Ich so jen, ob heim an Schwenke, möchte ich zu Fuß nach Köln. Super, oder? Hammer. Hammer gemacht, ne? Aber schöne Bilder irgendwie aus Köln, oder? Ja, du bist ja emotional. Du bist ja auch Emmy, ne? Ich bin Immi, aber ich lebe ja jetzt schon, ich bin wie lange ja schon? Drüber. Ne? Ich lebe also jetzt länger in Köln, als ich in meiner alten Heimat gelebt habe. Echt? Also schon länger. Ich bin jetzt 30, fast 30 Jahre in Köln. Oh, nee, nicht ich gar nicht länger. Ich bin mit 29 oder 30 hierher gezogen. Ziemlich die Hälfte. Ja, meines Lebens lebe ich jetzt in Köln. Irgendwann ist man noch kein Immi mehr, oder? Nee. Irgendwann kann man noch mal sagen, man ist Kölner. Ich habe auch Rheinländer. Ich sage immer, wir sind alle Rheinländer, oder? Meine Kinder sind in Köln geboren. Ja, ja, richtig. Ja, hat er wunderbar gemacht. Großes Kompliment, ganz toll. Ja, Hammer Ding, ne? Köln ist ja die einzige Stadt auf der Welt, die ich kenne, die so viele Lieder über sich selber und über den Kölner komponiert und singt und so. Gibt es noch eine Stadt auf der Welt, die das auch so macht? Weiß ich gar nicht. Das ist ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von Köln. Ja. Die Musikkultur, dazu das Kölsch mit, weiß ich nicht, wie viel. Ja, dieser Lokalpatriotismus, ne? Das ist schon, gibt es woanders auch, aber ich. Das ist gar nicht so sehr der. Na gut, es gibt diese Rivalität, Düsseldorf, die Kölner sagen ja nicht so. Ja, aber ist so augenzwinkernd. Ja, das ist alles so ein bisschen so, wir halten zusammen, ne? Vielleicht, weil das hier nicht so schön ist in der Stadt oder so, obwohl sie macht sich ja. Sie macht sich ja Schritt für Schritt, ne? Also bei meiner Fahrradtour hier durch den Grüngürtel muss ich ja sagen, das ist ja eine phänomenale Anlage. Das macht ja richtig Spaß, das ist ja wirklich wie im Urlaub. Ja. Das ist super. Und ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Gibt es bestimmt Doktorarbeiten zu. Wahrscheinlich. Kann man so mal recherchieren. Soziologie, Doktorarbeiten oder sowas. Spannend. Ja. Jetzt kommt der Georg für euch beim nächsten Mal nach und fasst mal so eine Doktorarbeit. Ja, ich mach mal, ich trage da mal was zusammen, genau, ja, wie ich sonst nichts zu tun hat. Mit Schaubildern. Ja, genau, so 400 Seiten PowerPoint. Ja, herrlich. Wie das so meine Art ist. Hör mal, sollen wir noch, haben wir noch ein. Da ist noch ein Ding, hast du mir erzählt von dem Sohn von dem Horrorregisseur. Ja, hör mal, das ist jetzt beim Durchforsten von den ganzen Eingängen, die wir hier haben, an Promomaterial, ist das jetzt, kommt regelmäßig die letzten Jahre, einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, eine neue Platte von Cody Carpenter. Ja. Und das ist tatsächlich. Das ist tatsächlich der Sohn von dem, wie heißt der?
John Carpenter. John Carpenter, genau. Was hat er nochmal gemacht? Ist das Freitag der 13. und sowas? Oder was ist das? Ich glaube, ja, genau. Halloween? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Halloween. Also auf jeden Fall diese ganzen... Google den mal. Horror, Google mal gerade. Und der hat ja auch, ich glaube, John Carpenter selber hat ja auch schon immer die Musik gemacht zu den Filmen. Ja. Man hört das auch, das ist so der gleiche Keyboard 80er Sound teilweise, den der Cody da hat. Aber der hat echt coole Prog-Rock, Fusion, Jazz-Rock-Alben gemacht und haut da jetzt wirklich über die letzten 3 Jahre jedes Jahr eins raus. Mhm. Und das letzte hier heißt Control. Das ist jetzt im Januar rausgekommen. Ich kann das mal hier... Halloween, auf jeden Fall. Dann aber auch die Klapperschlange. Kannst du dich da noch... Ah, richtig, mit... Halloween 2, Halloween 3, Christine. Das war dann Stephen King. Ja, ja, richtig, ja. Philadelphia-Experiment, auch ein großer Film. Mhm. Ne? Was fällt mir noch auf? Hier, Jagd auf einen Unsichtbaren. Er hat schon viele coole Filme gemacht. The Fog. Ah, richtig, ja, richtig. The Fog. Also The Fog finde ich ja... Hat den Original gemacht 1980, hat nochmal ein Remake gedreht. 2005 habe ich gar nicht gesehen. Ich kenne nur das Original. Aber Fog finde ich echt... Also beklemmend, oder? Schauerlich. Ja. Sounds so. Ne? Unglaublicher Horrorfilm. Und der Sohn macht jetzt Horrormusik. Ich glaube, der hat immer schon Musik gemacht mit seinem Vater. Die sind dann, die haben wohl so Live-Konzerte auch gemacht, wo die dann so mit Orchester und Dingens dann ihre Filmmusiken präsentiert haben. Und der hat vor ein paar Jahren dann angefangen, Solo-Sachen zu machen. Und das Label hier heißt, warte mal, ich kann das mal hier schnell mal rüberholen. Hier, Blue Canoe Records. Mhm. Und die haben viele coole Fusion-Sachen. Und vieles produziert von unserem guten Freund Jimmy Heslip. Ja. Und der ist auch hier auf dem Album mit dabei. Ich glaube, auf den anderen Carpenter-Alben ist er auch mit drauf. Aber dann auch hier so Leute wie Virgil Jonati. Also immer hochkarätig besetzt. Mhm. Und cooles Zeug. Ist so eine, manchmal klingt es schon vom Keyboard-Sound, finde ich, so ein bisschen 80er-mäßig. Ja. Aber es ist wirklich cooles Prog. Was ja keine schlechten Sounds waren. Nee, was aber richtig cooles Fusion-Zeug ist. Hör mal, wir können ja mal, während du mal googelst, was da sonst noch los ist, mal in einen Titel reinhören hier schon mal, oder? Ja, wie heißt der nochmal mit Vornamen, der Sohn? Cody. Cody. Pass mal auf. Ja. Hör mal, ist Hammer, ist Rockrock eher. Ja, ne? Ich sag ja, ist ein bisschen Prog-Rock-mäßig, aber es ist echt cooles Zeug, sehr groovy. Ja. Klar, viel so Synthesizer und Layers und irgendwie, aber immer auch mit Gitarre und tierischen Schlagzeug-Arrangements. Also ich finde das tierisch. Ne? Ja, sehr schön, hört sich gut an. Also du bist ja auf jeden Fall als Empfehlung. Jetzt kommt wahrscheinlich Uwe und sagt irgendwie, haha, kenne ich schon. Aber die Platte ist von 2020. Ja, die ist jetzt gerade rausgekommen, genau. Aber die anderen sind genauso empfehlenswert.
Da müsst ihr mal gucken, findet ihr alles hier bei diesem Blue Canoe Records. Wir können das mal hier auch bei uns hier in den Livestream reinhauen. Pass mal auf. Zacki zack. Und dann habt ihr direkt den Link. Und dann Kaufentscheidung. Also ich finde cool. Mich erinnert, also manchmal, manche Stücke erinnern mich so ein bisschen, wenn ihr das kennst, diese Simon Phillips Platten. Mhm, die auch sehr durcharrangiert, sehr groovy, viel so Unisono-Parts und sowas. Ne? Und sowas macht er auch. Also das finde ich immer ganz cool. Ja, das ist mega. Ja, sollen wir noch einen Titel hören? Ja, gerne. Komm, wir hören noch einen an hier. Wie hieß der Titel von gerade? Was? Wie hieß der Titel von gerade? Solidarity. Das war der erste Titel auf dem aktuellen Album. Ja. Und jetzt habe ich hier Emotional, Track Nummer 6 auf dem Album jetzt von diesem Jahr. Ja. Okay. Ne, weißt du, was ich meine, ne? Ja. Ich find's tierisch, also das ist genau mein Stil. Stimmt wirklich, das hört sich wirklich an wie Sam. Ja, manchmal, ne, diese jetzt gerade diese Parts, ne, auch mit der Gitarre. Ja. Also Hammer, ich find's sehr cool. Ja, mega. Schreibt uns, ob euch das gefällt oder nicht. Schreibt uns andere Vorschläge und dann schauen wir mal. Richtig. So machen wir das. Cool, hör mal. Ja. So. War eine schöne halbe Stunde wieder. Ja, ich hoffe irgendwie, uns hat sowieso gefallen. Ne? Schreibt uns, ob euch es gefallen hat. Und ja, dann planen wir nochmal eine nächste Runde. Wir haben noch ein paar CDs hier, Geschichten gibt es immer. Ja, natürlich. Entwicklungen, schauen wir mal, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Ja. Und dann machen wir irgendwie Ende der Woche oder so nochmal vielleicht was, oder? Gerne. Also. Schauen wir mal. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Die Ohren steif. Ja. Okay.